Auf der Strandpromenade nahmen Dini und Maria auf einer der Sitzbänke Platz. Sie ließen ihre Füße in der Sonne trocknen, ehe sie den Sand mit den Socken abrubbelten und die Schuhe anzogen. »Ist das da hinten auf der Bank Focko Busbohm?« Dini deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger nach rechts. »Das kann nicht sein, der ist doch tot«, antwortete Maria. »Was redest du? Er bewegt sich doch!« »Entschuldige, ich habe ihn mit jemandem verwechselt.« »Du solltest aufpassen, wen du für tot erklärst. Jemandem mit einem schwachen Herzen kann das ganz schön zusetzen.« »Erzähl mir nicht, du hättest ein schwaches Herz.« »Lass uns hingehen und guten Tag sagen.« Sie standen auf und gingen hinüber. »Juhu, Herr Busbohm«, rief Dini. »Ah, Sie sind es wirklich. Schön, Sie bei bester Gesundheit zu sehen.« Busbohm erhob sich. »Frau Wolcher, wie geht es Ihnen? Und da ist ja auch Frau Kutschbauer.« Sie schüttelten sich die Hände. »Trinken Sie mit uns eine Tasse Tee?« Dini deutete auf das Café Panorama. Auf der Sonnenterrasse waren bereits alle Tische mit Frühstücksgästen besetzt. Ehe Busbohm antworten konnte, hakte Dini ihn unter und bedeutete Maria, sie solle das Gleiche auf der anderen Seite tun. Dini wusste, wie sehr Maria es hasste, in ein Café zu gehen. Warum Geld für Tee und Kuchen ausgeben, wenn man zu Hause all das herumstehen hatte? Doch in Anwesenheit des Kommissars konnte sie nicht widersprechen. Sozusagen abgeführt, begleitete Busbohm die Damen ins Lokal. »Da hat doch glatt jemand behauptet, sie würden nicht mehr unter uns weilen«, zwitscherte Dini. »Nein, nein, unser Urlaub fängt eben erst an«, entgegnete Busbohm, der Dinis Worte missverstand. Dini steuerte einen Tisch am Fenster an. Wenn sie schon nicht draußen in der Sonne sitzen konnten, wollte sie wenigstens einen Blick auf Meer und Strand haben. Zumal es immer interessant war zu sehen, wer auf der Strandpromenade flanierte. Herr Siebenroth ging vorbei. War der Mann denn schon in Rente, dass er es sich erlauben konnte, wochentags spazieren zu gehen? Dini nahm sich vor, Maria danach zu fragen. »Ich hoffe, der Familie geht es gut. Die Kinder sind wohlauf. Wie geht es Ihrer Frau? Die haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen«, sagte Dini. »Gut.« »Ja, Sie sollten uns unbedingt besuchen kommen«, meinte Maria. Man sah ihr an, wie unwohl sie sich fühlte. Schließlich gaukelten sie dem Kommissar vor, Hanni ebenfalls seit langem nicht gesehen zu haben. »Nun, da wir so beisammen sitzen«, sagte Dini, nachdem sie Ostfriesentee und für jeden ein belegtes Brötchen geordert und der Kellner die Bestellung gebracht hatte, »darf ich Sie sicher um einen Gefallen bitten?« »Dini«, ermahnte Maria Silam, »Herr Busbohm hat Ferien.« »Ach, Papalapap, so ein Kriminalkommissar ist nie wirklich im Urlaub. Ich verlange ja nichts Außergewöhnliches, nur einen winzig kleinen Rat.« Busbohm trank einen Schluck Tee. Er tat noch ein weiteres Kluntje in die Tasse und einen Schuss Sahne dazu, da der Tee recht stark war, und rührte um. Ein zweiter Happen vom Brötchen steckte eben in seinem Mund, als Dini ihr Anliegen aussprach. Fast hätte er sich verschluckt.